Schloss Alsbach. Pfingstsonntag haben wir heute. Gabi und Old Didi. Kuckuck. Mein Lehnsherr, ihr seht hier unsere Baderin. Sie hat ihr Zelt hinten aufgeschlagen. Doch, ihr seht auch heute Fisch Pepe, der sonst immer hier steht. Ja, bin auch klug angeklagt hier. Ja, er kann heute leider nicht kommen, da er bei dieser Frau ein Bad genommen hat. Nun hat er überall am ganzen Leibe Pusteln und wilden Ausschlag. Scheiße, hau! Ich kann das nicht! Naja, wisst ihr, Pepe hat da der Wahlwegschicht. Vielleicht hat ihm das eine untergemischt. Ach. Ist gut möglich. Ich kenn Pepe. Ich hab ihn schon öfters in der. Ja, was sagt ihr zu eurer Verteidigung, Mimi? Ich bin unschuldig. Ja. Beweise! Beweise vorlegen, die eure Unschuld bezeugen? Nein, leider nicht. Wir sind so viele Herren, wir haben Besuch aus der Dinge. Wir haben nichts, wo sie schon gebadet haben. Nur der Pepe, dann hat er es woanders her. Gibt es noch einen Zeugen? Noch einen? Männliche Zeugen!
Die sehen alle rein aus. Keine Fusteln. Keine Ausschlag. Was denkst du? Ja, nur. Du bist denn unser hochverehrter Erzbischof. Den vermisse ich hier. Oh oh. Der hat bestimmt einen Ausschlag. Manro. Ich war ja noch nicht bei dir. Ja, ihr braucht schon alle zwei männlichen Zeugen, ja? Was ist der Schmied? Der kann bezeugen. Da hat bis jetzt noch nie was bei mir gehabt. Olaf, der Schmied, trete vor! Olaf, den Schmied! Hier bin ich, mein Herr. Ihr besucht des Öfteren das Badehaus der Mimi. Ah ja, manchmal muss man sich auch waschen. Es fällt euch schwer, wie ich sehe. Habt ihr irgendwelche Ausschläge und Kratzen? Nein, nur von den Funken vom Feuer. Nur von den Funken vom Feuer. Und ihr bezeugt, dass sie sauber wart? Ja. Ja? Hat sie euch die Füße ordentlich gewaschen? Ja. Ja? Und geölt. Und geölt. Mehr wollen wir jetzt gar nicht wissen hier, ja? Mehr gibt's auch nicht. Ich bin des Schmiedes Weib. Er soll sich wagen. Denkt ihr denn so still? Gut, ich sehe hier Pepe, wo ich wohl weiß, wo ich ihn anzutreffen gefunden werde. Kommt aufs Schloss! Öffnet eure Kuldenbeutel, schmeißt sie unter die Händler, auf dass ihr von dieser schweren Last befreit werdet. Aber auch die Scheine. Ja, diese Schuldverschreibungen werden aufgenommen. Das ist das Neueste. So, eröffnen wir den Markt zum Schloss Alsbach. Eine kühle, gute Wein macht alles gut, da muss sich drehen. Kommt mit uns und schenke dein Anjou et à bois. Vive und singt mit uns und lebt im Bücher bis zum Grunde. Singt und trinkt mit uns den Wein, schenkt mir dein. Vive und singt mit uns und lebt im Bücher bis zum Grunde. Singt und trinkt mit uns den Wein, schenkt mir dein. Eine kühle. Jubel!
1,8. Immer sehr gut. Genau. Ja. Und ich spiele jetzt in der Goethe-Uni und Geschichte Latei. Ja, die Forster anschauen. Ja. Die beiden müssen erst von da oben runterkommen und sich umziehen. Das heißt, Maria und Helena, 13 bis 14. Und ab da schickst du sie mir wieder raus. Aber ich? So, wir sind wieder beim Thema Unterwäsche. Während die Damen über mehrere Jahrhunderte hinweg keine Unterwäsche getragen haben und sie sich vielleicht heute gefragt haben, Mann, das heute mit Strapsen und so weiter, das ist eine Sache, eine Erfindung für die Frau. Weit gefehlt. Er trägt eine Unterhose, die genannt wurde Bruche. Darüber Beinlinge, die oben angenesselt, sprich angebunden werden. Die Bruche unten drunter ist eine sehr weite, bequeme Unterhose, auf dass man sich bewegen kann, alles viel Platz hat, gerade wenn man am Kämpfen ist. Und haben Sie sich schon mal überlegt, Mann geht abends ins Schlafgemach, hat Bundmütze an und diese Hose? Heute unvorstellbar. Damals hoch. Er trägt den Prachtmantel. Jeanette, oh Gott. Das ist der Mann von Jeanette. Nicht zu viel erzählen, er wäre... So, also, Waldrichter. Edelster Krönungsmantel mit vielen... Hast du sie an? Viel Bernstein behangen, das Gold ja, des Mittelalters als auch der Antike. Im alten Ägypten Elektron genannt. In seiner Gewandung mit dieser runden Mütze. Das sind jetzt zum Beispiel auch Details, die ihn als einen Wikinger ausweisen, einen Nordmann aus Nordeuropa. Bei ihm hier wird es bunter. Und er hat auch eine ganz besondere Form von Mütze an. So, diese Art von Gewandung ist jetzt typischer für Wikinger, die sich dann in den Osten begeben haben, aus der später die sogenannte Kia-Outfit eines edlen, slawischen Adligen. Leicht beeinflusst von der Mütze her, auch schon aus dem Sibirischen runter. Sieht man an der ganzen Machart, das, was sie trägt, ist die sogenannte Cotardie, aus der sich später das heutige Jackett entwickelt hat. Man hat immer schichtenweise getragen. Das heißt, eine Gewandung, eine komplette Gewandung, bestand in der Regel immer aus einem Unterhemd, einem Untergewand. Die Italiener haben direkt und nahtlos das Spätmittelalter übersprungen. Die sind direkt vom Hochmittelalter in die italienische Frührenaissance, während wir hier noch im Spätmittelalter waren. Und diese Gewandformen werden Sie am Anschluss sehen. Das hat aber einen bestimmten Grund, weil da das Brautkleid dabei ist. Sie sehen sehr verspielt geteilte Ärmel bereits. Das Rauspuppen hier, also alles, was man so ein bisschen auch schon von den italienischen Gewändern her kennt. Und sie trägt dazu den sogenannten italienischen Balzo. Diese wattierten Kränze, die man langläufig auch als Escorpion bezeichnet hat, wenn sie das anders aufsetzen, also kippen und so anziehen, wenn sie das ohne Schleier und ohne Netz machen, gelten sie als Jungfrau und unverheiratet. Denn das haben in der Regel wirklich nur die jungen Mädchen getragen, weil alles, was älter war, war verheiratet. Die wenigsten waren unverheiratet. Trage ich das Ganze gekippt mit einem Schleier oder einem Haarnetz, kann ich es tragen, weil ich bin eine verheiratete Frau. Bei den Italienerinnen läuft es ein bisschen anders. Die waren verspielter, die waren leichter. Da ist es jetzt erstmal egal, ob verheiratet oder nicht, es einfach nur schön aussieht. Andere Varianten auch in der Zeit spätere Varianten anbieten. Also wenn Sie die sehen können, vielleicht geben Sie Ihnen Antwort, wenn Sie fragen. Das hier wird immer aus Wolle gemacht. Das ist der sogenannte Plaid. Der richtige Plaid war, wenn ich es hochrechne, konnte bis zu 12 Metern lang sein. Ein 12 Meter langes Stück Wollstoff.
Der wurde in Falten auf den Boden gelegt mit dem Gürtel drunter. Man legte sich rein und rollte sich in diese ganze Geschichte ein und hat es mit dem Gürtel festgezogen. Das Ganze war immer so lange, dass man es über die Schultern legen konnte, um sich zu wärmen, oder sogar über den Kopf, wenn es regnete. Hier eher schon gerüstet für den Kampf. Hier, naja, relaxed und Schwert. Und bevor Sie irgendeinen Schotten fragen, der Ihnen über den Weg läuft, ob er was drunter trägt. Ja? Wenn der Schlag fertig ist, sagt er ja, die Zukunft Schottlands. Das ist super. Ja, genau. So, also, die Wolle damals war so dick und war so warm. Die Schotten haben in der Regel nichts drunter getragen. Was die heutigen Schottendarsteller tragen, das ist deren Privatsache. Und es kann Ihnen passieren, wenn Sie einen fragen, was er drunter hat, dass er sich umdreht und mal kurz das Röckchen lüftet und Ihnen blank zeigt. Also heute persönliche Befindlichkeit, damals in der Regel nichts drunter. Sie werden im 15. Jahrhundert weiter und ausladender und die Fenster an der Seite werden auch tiefer und breiter. Stege hier vorne verändern auch ihre Form. Höllenfenster aus folgendem Grund. Nach der Kleid getragen wurde und die beiden Damen, Lady in Waiting, habt Dank. Sie finden mich da hinten an meinem Stande. Was ist Kammgewebe, was ist Brettchengewebe, was ist das? Oder Sie mögen weitere Einblicke haben, Sie sind herzlich willkommen. Das eine oder andere Lederteil, das Sie gesehen haben, kommt von den beiden Jungs da hinten in ihrer Lederschmiede, die das dann gerne zur Verfügung gestellt haben, denn Lederarbeiten gehörten mit dazu. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag und dass das Wetter weiterhin so bleibt, dass Sie das genießen können. Habt Dank. Hey, super. Nein. Die Heidi Klum des Mittelalters. Jawohl, Heidi. Oh Mann, ey, jetzt kommt mein Herz das auf. Das wird ja nicht mehr an den Schwanz. Wenn er das Feuer so anfischt. Ja. Da oben in den Stern und lässt mich.